hier der Trainer Jeffrey Seitz, gut gestartet eigentlich, mit vielen guten Aspekten, einigen Torchancen auch. Wie würden Sie so das Spiel alles in allem bewerten? Das Ergebnis spricht eine klare Sprache, aber es gab ja schon Leidenschaft, es gab ja schon starke Akzente, oder? Ja, wie du es gerade gesagt hast, haben wir positive Dinge heute im Spiel gehabt. Am Ende des Tages hatten wir Spiel 90 Minuten und der Gegner war dann am Ende des Tages einfach auch davon abgezogen, wie im Spiel. Aber trotzdem steht halt da vorne immer noch die Null, klar, gegen Rostock. Auswärts ist ein Tor gelungen. Wann gelingt der erste Heimerfolg? Wir müssen noch ein bisschen arbeiten. Natürlich die Zukunft herausziehen. Wir sagen, wir gewinnen das nächste Heimspiel. Wichtig ist, dass wir Stabilität über 90 Minuten bekommen, was wir in der aktuellen Saison schon hatten. Und ja, heute werden wir wieder versuchen, die positiven Dinge herauszunehmen und dann weiter drauf aufzubauen. Ganz kurz noch, das nächste Spiel ist gegen Tiergarten im Landespokal. Gibt es da ein Ziel, das man sich ausgerufen hat im Landespokal, das man erreichen möchte? Ja, wir möchten jedes Spiel gewinnen und das nächste Spiel ist Tiergarten und das wollen wir gewinnen. Okay, vielen Dank.